Klein, knuffig und jetzt auch mit Namen. Das erst in Frankreich geborene Panda-Baby heißt Yuan Meng. Übersetzt heißt das, ein Traum wird wahr. Öffentlich bekannt gegeben hat das die Patin des kleinen Tieres, keine geringere als die Premier Dame Frankreichs, Brigitte Macron. Die Vorgabe des Namens kam allerdings aus China. Der chinesische Vizeaußenminister war extra für den Termin angereist. Die beiden Eltern des kleinen Panda-Bären kamen 2012 nach Frankreich. Sie galten als Zeichen für die Verbesserung der chinesisch-französischen Beziehungen. Panda-Politik sozusagen. Yuan Meng und seine Eltern formen ein Band zwischen zwei Ländern, die viel zu teilen haben. Sie sind ein Bild für den Dialog zwischen unseren Völkern, der immer schon sehr fruchtbar war. Wir haben uns gesehen, gehört und gegenseitig verstanden. 2022 sollen die beiden Elternpandas wieder zurück nach China. Das kleine Bärchen soll bis zum Alter von 2 bis 3 Jahren in Frankreich bleiben. Geboren wurde es im August und wog damals nur rund 142 Gramm. Ein paar Monate später ist der kleine Panda aber schon ziemlich fit und bald dazu bereit, die Welt auf eigene Faust zu erkunden.